Ja, Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play to the Moon. Ja, das ist mal an hier stehen geblieben. Wir haben hier unser Gerät aufgebaut, das irgendwie keinen Arm hat. Und nun wollen wir ja das Haus erkunden und müssen erst einmal dafür runter zu den beiden Kindern oder auch noch nicht. Warten Sie, kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe etwas für Sie. Na gut, dann wollen wir mal. Ich bewege mich nicht mit der Maus spielen. Ich bewege mich mit der Tastatur, wie man es ordentlich in einem Epic Maker Spiel macht. Also, hier, nehmen Sie das. Kabel aus der Kontrollmonitor erhalten. Damit wissen Sie deshalb, wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Für dich habe ich nämlich ein Händchen. ja, jetzt wüsste übrigens, dass ich von Maussteuerung halte in Epic Maker Spielen. Gar nichts. Ich entschuldige mich übrigens, falls hier die Ränder nicht ordentlich sein sollten. Ich hasse Gentese einfach nur dafür, dass es einfach nur Scheiße oder To the Moon hasse ich einfach nur dafür, dass es sich immer automatisch in den Vollbildmodus schaltet. Das heißt nämlich, ich kann nämlich nicht ordentlich aufnehmen. Na gut, Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Sieht folgendermaßen aus. Blom, blom, blom. Ja, gut. Naja, dann wollen wir mal raus hier und mit den Bäckern reden. Na, 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 na. Nein, pah, es macht doch keinen Sinn, jetzt nach oben zu gehen. Ich will doch gar nicht. Trotzdem nach oben? Nee. Ah, ich liebe die Musik. Na gut, reden wir mal mit denen. Was wollen Sie? Spielt ruhig weiter. Dann lassen Sie uns in Ruhe. Boah, ist aber nicht gerade freundlich. Was wollen Sie? Führt mich durchs Haus. Hey, eure Mann will, dass sie mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht. Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung, das ist alles. Oder sonst du, Tommy? Ja! In Ordnung, reden wir darüber. Was wollt ihr drei Käsehochs? Wir wollen eine Trillion Dollar, was eine vollkommen falsche Übersetzung ist. Denn eine Trillion Dollar ist eine Million Dollar, glaube ich eigentlich. Aber egal. Oder die Zugestange, die man vor uns versteckt. Ja, oder die. Was? Da ist eine riesengroße Zuckerstange oben in dem Regalfach, an das wir nicht rankommen. Sie liegt in der Küche. Mom hat sich dort vor uns versteckt, bis sie die Hausarbeiten erledigt haben. Ich kann keine Kinder sprechen, verdammt. Holen Sie sich vor uns und wir machen mit Ihnen eine Tour durch das Haus. Wie sieht es aus? Ja, ich hole sie. Ja, Glück, dass ich keine Lust habe, wieder die Treppen raufzurennen, sonst würde ich das eurer Mutter erzählen. Die Küche ist rechts von der Treppe, holen Sie sie uns. Damit ist übrigens, ich zeig's mal eben, eine Maus, das hier gezeigt. Ich glaube auch, ich habe es immer noch nicht überprüft, aber das wird wahrscheinlich wohl, naja, ich will nur kurz was einstellen hier. Also falls der Cursor hier so zu sehen ist im Spiel mit dem normalen Cursor, das kann ich irgendwie nicht ändern. Irgendwie will er das nicht, dass ich hier den Cursor nicht mit aufnehme. Das ist irgendwie, naja, egal. Das ist ja fast wie eine schreckliche Quest und das lächle ich am frühen Abend. Übrigens ist die Treppe hier rechts gemeint, von daher, die Tür rechts von gemeint. Deswegen gehen wir da gleich rein. Da ist die Zuckerstange. Was man übrigens machen kann. Muss am Kampf im Mangel liegen. Normalerweise hätte ich mir längst was anderes überlegt. Yep. Oh, es fragt man sich nur, was man machen muss. Ganz unauffällig ist ein Hockey verschieben. Flamp! Ja, telepathische Kräfte. Das sieht ja auch total komisch aus, aber geil. Zuckerstange halten. Jawohl, das ist jedenfalls ein Gelettenkind, den Leute zu klauen. Du bist ein Arsch, was ist das eigentlich? Na gut. Und dann wollen wir mal.
Alles klar, Kinderchen. Ich musste viele Gefahren trotzen, aber nun habe ich die Zuckerstange. Ja. Vermutlich ist es ein Jahrzehnt alt und schmeckt wie alter Fußboden, aber man kann sie wunderbar als Gehstock benutzen. Oh Mann. Gut, wo fangen wir an? Ich weiß, da ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Welcher seltsame Raum? Sie werden schon sehen. Er ist gruselig. Wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt, übrigens links von uns. Schön, dass uns das kein Schwein sagt, aber na gut, wir gehen auch rein. Verdammt. Das ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicksten Buch des oberen Regals. Aber natürlich kommen hier noch andere Sachen untersuchen, ne? Aber das zum Beispiel nicht. Aber man kann zum Beispiel hier reinlaufen und die Tinte in die Farbe. Oh, fast in die Farbe getreten. Kann man das eigentlich untersuchen? Nee, aber jetzt bist du die Farbe getreten, aber egal, naja. Das Ganze ist neue Kleider. Eine Passage lesen. Von Hans-Christian Andersen. Und die Farben des edlen Stoffes. Etwas Schöneres habe ich nie zuvor gesehen. Sie alle versuchten ihre Enttäuschung zu überspielen, dass sie keine Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Volk, der nur sah, was seine Augen ihm zeigten, ging er an die Kutsche heran. Aber er hat doch gar nichts an, sagte der Junge. Rede keinen Unsinn, ermahnte sein Vater ihn. Aber die Umstände hatten die Jungen gehört und die Nachricht machte rasch die Runde. Ja. Ja, haben wir irgendwas zu suchen? Ne. Das gleich. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in einen Zombie verliebte, der im sanften Sonnenlicht den Duft von Veilchen verströmte. Nichts tun. Das Pilgerhandbuch der Origami-Kunst. Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen? Passage lesen. Das Pilgerhandbuch der Origami-Kunst hat bereits die große Wikipedia Origamia als Standardwerk gesammelten Wissens über die Kunst des Papierfaltens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder zumindest reichlich ungenau sind, so bietet es gegenüber dem alten pedantischen Werk durch zwei Vorteile. Erstens ist es selbst aus Papier. Zweitens enthält es zahlreiche Pflaster, um die umgänglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buches zuzieht, zu verarzten. Weiterlesen? Ja. Für einen Großmeister der Papierfaltkunst ist es absolut unverletzlich, dass jedes Origami in nur 42 Schritten hergestellt wird. Ist das eine Anspielung an die 42 aus Ist das eine Anspielung aus die 42 aus Per Anhalt und die Galaxie oder was? Auf den meisten Origami-Turnieren gelten Scherenschnitte als Betrug, aber Messerstiche können durchaus vorkommen. naja, gut. Okay, ja, Passage lesen. Vielleicht nächstes Mal. Zimmerschüsse erhalten. Ja, epische Schüssel. Der Mann weiß, wo man Sachen versteckt. Na gut, dann machen wir mal. Könnt übrigens auch Lichter machen. An, aus. Durchdrehen. Ja. Licht aus. Wir wollen keinen Strom verschwenden. Tommy hat immer Bücher nach mir geworfen, und das ist eine Bücherschlacht. Bis ich sie eines Tages mal zurückgeworfen habe, der braucht ja dann ein Pflaster. Naja. Nur ein Haufen Bücher hier drin. Da steht eh nichts drin, was ich noch nicht weiß. Naja, gut, wenn du meinst. Wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen. Ach was. Ich dachte, ich könnte damit die Welt erobern. Naja. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit Sie nicht stolpern. Wir wollten ja eigentlich hier Verstecken spielen, wenn der nicht gerade groß ist, der Raum. Aber naja, egal. Untersuchen wir es. Ein staubiger Stapel alte Animorphs Bücher. Ja, das hat übrigens ausgekommen, nicht Animorphs. Naja, gut. Haben wir noch irgendwas hinzu? Die Truhe ist verschlossen. Aber nun gut. Nein, ich weiß nicht, warum er befehlt. Ich nehme übrigens heute nur eine halbe Stunde auf, egal wo ich denn bin. Also muss ich jetzt noch bis 27 aufnehmen. Dann haben wir eine halbe Stunde. Na gut. Ich an.